Leute, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Für das kann ich euch echt sagen, meine Augen ziemlich leiden mussten. Ich habe 9 Mascaras hier und ich habe die gerade vor dem Video alle schön in Nahaufnahme aufgetragen. Und dann musste ich sie wieder abschminken, damit ich die neue Mascara drauf machen kann. Und jetzt fühlen sich meine Augen ziemlich geschwollen und ehrlich gesagt auch etwas schmerzhaft an. Ich habe so Drogerievergleiche schon irgendwie vor 2-3 Jahren immer mal wieder gedreht. Und ich finde das persönlich immer sehr informativ und interessant als Video. Und ich habe jetzt vor ein paar Wochen bei Kati auf dem Kanal einen Drogerie-Concealer-Test gesehen. Eine Mascara ist runtergefallen. Egal. Ich werde euch ihr Video auch unten verlinken, weil es mich auch irgendwie wieder auf die Idee gebracht hat, halt dieses Video abzudrehen. Und wir haben ziemlich viel vor uns, also lasst uns loslegen und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Also wir fangen an mit den eher günstigen Mascaras aus der Drogerie und da muss man natürlich über Essence reden irgendwie, weil das ist halt so mit die günstigste Marke, die es gibt. Und das ist so eine der Mascaras, die ich echt über die 4 Jahre, die ich YouTube mache, immer wieder nachgekauft habe und ursprünglich auf euren Rat hin. So viele haben die damals gehypt, als ich mit YouTube angefangen habe. Der Preis ist natürlich total unschlagbar und ich finde auch, dass sie wirklich gut Länge gibt. Sie gibt viel Volumen. Ich finde, sie hat so ein bisschen die Tendenz zu verklumpen, wenn man irgendwie ein bisschen Pech hat, weil das Bürstchen relativ groß ist und die Tusche nicht so gut abgeschreift wird von dem Bürstchen. Aber trotzdem finde ich, dass es alles in allem einfach einen sehr schönen Effekt gibt. Und ich glaube, wenn man nicht gerade total kurze oder ganz, ganz dünne Wimpern hat, dann kann man auch gut damit zurechtkommen. Und ja, ich würde die auf jeden Fall empfehlen. Mag ich sehr. Und sie ist pink. Pink ist immer gut. Dann habe ich noch eine zweite Mascara von Essence hier. Ich glaube, das ist eine von den neueren. Die heißt Forbidden Volume Mascara. Und die hat mich leider ein bisschen enttäuscht, mich persönlich zumindest. Ich finde einfach nicht, dass sie dem Namen Forbidden Volume, also halt dieses Volumenmäßige, dass sie dem gerecht wird, weil sie für mich eigentlich eher Länge gibt und Definition und die Wimpern eher so ein bisschen dünner bleiben. Aber gut, es ist natürlich bei jedem anders, also ne, ihr wisst ja Bescheid, das ist immer alles nur meine Meinung und jeder kann seine eigene Meinung haben und so weiter. Das Bürstchen ist auch ziemlich außergewöhnlich, das ist so dreieckig und es bleibt sehr, sehr viel Tusche da dran hängen, aber trotzdem verklumpt sie halt irgendwie nicht und gibt nicht so viel Volumen, wie ich mir das eigentlich gedacht habe. Also ich hasse sie jetzt nicht, aber ich finde sie auch nicht besonders toll und da finde ich, gibt es einfach bessere Alternativen. Deswegen, ja, so ein bisschen durchgefallen ist die irgendwie schon bei mir. Kommen wir dann zu Catrice. Da habe ich 2 Mascaras und zwar einmal die Glam & Doll. Die habe ich so gut wie in jedem meiner letzten Videos getragen, weil ich die echt ganz gerne benutzt habe. Ich fand, die war okay. Die hat anders als die beiden Essence Mascaras ein Gummibürstchen, das auch sehr gut abgestreift wird. Es hat so kleine Noppen. Ich bin damit sehr gut zurechtgekommen. Mittlerweile, weil ich sie halt schon so lange benutze, ist sie ein bisschen eingetrocknet. Und ich finde, dadurch bilden sich schneller ein bisschen Klumpen, wenn ich sie schichte. Aber am Anfang vor allem mochte ich sie echt total gerne. Und alles in allem würde ich der so eine solide 2 geben. Finde ich ganz gut. Und die zweite Mascara von Catrice, die ich noch vergleichen wollte, das ist die Better Than False Lashes. Und ich wollte euch die deshalb zeigen, weil die auch schon über so 2 Jahre ungefähr eine meiner Lieblingsmascaras aus der Drogerie ist. Das Einzige, was vielleicht viele stören wird, vor allem diejenigen, die keinen Eyeliner tragen, die hat ein mega fettes Riesenbürstchen. Und damit stößt man irgendwie relativ schnell so an den Lidrand hier. Und wenn man keinen Eyeliner trägt, dann sieht das halt nicht so schön aus. Wenn man natürlich fast einen Eyeliner trägt, dann fällt das halt nicht auf. Aber ihr seht mich ja in den Nahaufnahmen halt komplett ungeschminkt und da fällt das einfach schon ein bisschen auf. Aber wenn man darüber hinwegsehen kann, finde ich, dass sie alles in allem echt gut ist, gut Schwung gibt, gut Volumen und Länge und halt so eine gute Allround-Mascara ist. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auch. Also die würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Eine Mascara, von der ich weiß, dass sie sehr, sehr viele mögen müssen, das ist die P2 Beauty Insider Volume Mascara. Und zwar bin ich mir deshalb sicher, dass die so viele mögen, weil die mir schon so oft empfohlen wurde. Immer wenn ich Mascaras angesprochen habe, echt. Also deswegen habe ich sie auch gekauft. Die hat so ein sehr klassisches Mascara-Bürstchen, würde ich sagen. Ich persönlich bin leider nicht gut damit zurechtgekommen. Also für mich war sie leider echt ein Fehlkauf. Ich hatte das Gefühl, dass sie sich nur sehr ungleichmäßig auftragen ließ, dass die Tusche nicht gut verteilt wurde, dass sie irgendwie auch sehr, sehr schnell ausgetrocknet ist und überhaupt nicht viel Volumen und Länge und so gegeben hat. Aber es ist halt wirklich bei jedem unterschiedlich. Es kommt halt einfach auch auf die Wimpern an. Meine sind halt jetzt auch nicht besonders kurz, glaube ich, halt eher so mittellang. Und vielleicht mögt ihr die ja, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Überhaupt eure Meinungen interessieren mich natürlich immer. Also, und auch die anderen, also schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Nur für mich war es jetzt nicht so ganz das Richtige. Dafür hat mich aber die zweite P2-Mascara, die ich mir übrigens extra für dieses Video angeschafft habe, als hätte ich nicht genug Mascaras,
sehr überrascht, positiv überrascht. Und zwar heißt die Sophisticated Volume and Stretch Mascara, wobei ich finde, dass das Stretchige viel mehr irgendwie zum Ausdruck kommt. Also ich finde, sie verlängert besser, als dass sie Volumen gibt. Das Bürstchen ist total interessant. Das hat vorne so kleine Zacken. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass nicht zu viel Tusche da hängen bleibt, weil sonst so kleine, feine Wimpern schnell verklumpen können. Vor allem halt so die im inneren Augenwinkel. Aber ansonsten finde ich echt, dass sie einen sehr schönen Effekt hat. Die hat so einen leichten Fächereffekt, würde ich sagen. Also so, dass sie die Wimpern richtig schön nach außen macht und sie irgendwie schön definiert. Ich würde mir wünschen, dass sie noch ein bisschen mehr Volumen gibt, aber trotzdem preis-leistungsmäßig, finde ich, kann man da auch nicht so viel meckern. Und ja, sie hat mich echt positiv überrascht. Dann kommen wir zu einer Mascara, die auch so über die Jahre einer meiner Klassiker-Lieblings-Highlight-Mascaras überhaupt ist. Das ist die Rocket Volume Express Mascara von Maybelline. Da muss ich sagen, ich finde, der einzige Nachteil ist halt, dass sie teurer ist als die anderen Mascaras, weil es halt Maybelline ist, also die kostet um die 10 Euro. Aber ansonsten komme ich so gut mit der zurecht. Die hat so ganz feine Noppen und ich finde, das Bürstchen wird super abgestreift und durch die kleinen Noppen erwischt sie, also bei mir zumindest, die Wimpern wirklich richtig gut am Ansatz und ich finde, sie lässt sich sehr gut aufbauen. Die ist irgendwie für jeden Anlass gut und die lässt sich echt gut schichten. Also die sieht gut aus mit einer Schicht und die sieht auch gut aus mit drei Schichten, ohne dass sie total verklumpt und sie gibt gut Volumen und sie gibt aber auch gut Länge. Ich wünschte, die wäre noch 2-3 Euro günstiger, dann wäre es irgendwie noch cooler. Aber ja, ich mag sie. Und ich finde, der Preis ist auch eigentlich gerechtfertigt. Eine zweite Mascara von Maybelline, die ich euch zeigen wollte, heißt Lash Sensational Luxurious Dichter Wimpernfächer. Die hat mich so erschreckt, als ich die zum ersten Mal aufgetragen habe. Die hat ein sehr außergewöhnliches Bürstchen, das wirklich außergewöhnlich viel Tusche auf eure Wimpern bringt. Und als ich das zum ersten Mal so angesetzt habe, dachte ich mir so, mein Gott, was ist da los? Warum ist das so unglaublich viel Tusche? Und ich musste dann halt immer mehr und mehr durch meine Wimpern durchkämmen, um die halt gut zu verteilen. Und ich dachte erst, das wird so richtig scheiße aussehen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, in der Kamera sah es doch ganz cool aus. Also sie verklumpt auf jeden Fall mehrere Wimpern immer zu so dickeren Strängen, aber irgendwie auf eine relativ gleichmäßige Art und Weise, sodass es dann doch ganz cool aussieht. Aber es ist halt echt viel Volumen. Also es ist die voluminöseste Mascara, die ich je in meinem Leben ausprobiert habe. Also ich persönlich mag die Original Lash Sensational, die rosa verpackte, lieber. Aber zumindest macht sie das, was draufsteht. Einen dichten Wimpernfächer. Und die letzte Mascara für heute ist von L'Oreal. Die heißt Volume Million Lashes, aber in der Edition Katzenblick. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Sorten von. Die hat auch ein Gummibürstchen, das ist leicht gebogen und ich war mir eigentlich sicher, ich werde damit gut zurechtkommen, weil ich mit solchen Bürstchen eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht habe. Und dann habe ich die aufgetragen und es war einfach so der Fail des Videos. Die hat die Wimpern so komisch verklumpt, überhaupt nicht gut Volumen und Länge gegeben. Und ich frage mich, ob das irgendwie daran liegt, dass das jetzt so ein Montagsprodukt ist und ich einfach Pech hatte oder an meinen Wimpern. Ich weiß nicht, ich habe mir echt Mühe gegeben, die Mascara gut aufzutragen. Ich habe es einfach nicht geschafft. Und das war besonders traurig, weil es halt die teuerste Mascara in diesem Video ist. Und weil ich eigentlich die normale Volume Million Lashes sehr gerne mag. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Tusche zu flüssig war und dadurch halt diese Klumpen entstanden sind. Vielleicht wird die noch besser sein, wenn ich die 2-3 Wochen irgendwie liegen lasse und sie so ein bisschen eintrocknet. Aber das ist ja irgendwie auch nicht der Sinn einer Mascara, die, keine Ahnung, so 12 Euro oder so gekostet hat. Oder 11. Aber wer weiß, vielleicht haben andere von euch ja bessere Erfahrungen damit gemacht. Wie gesagt, schreibt eure Meinungen in die Kommentare. Ihr könnt auch sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was zurzeit eure Lieblingsmascara ist. Und wie immer lasse ich euch jetzt am Ende noch meine ganzen Social Media Accounts hier und in der Infobox. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr mehr von solchen Videos sehen wollt und den ganzen anderen Kram, den ich so mache. Sagt mir auch gerne Bescheid, ob ihr euch noch andere Drogerie-Vergleichsvideos wünscht. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!